Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ayuden Chronicle Rising. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank, ist für mich noch hier der gleiche Aufnahmetag, also ein bisschen Mitleid in die Kommentare bitte. Ja, wir sind nach dem Endkampf, wir haben eigentlich das Ende des Spiels schon gesehen. Wir haben, ja, die Heldin mit folgenden Werten, ja, hier haben wir ja eigentlich alles so gebufft und so weiter und sind jetzt im schwierigen Modus, was auch immer das heißt, ob man jetzt besseren Loot auch bekommt, mehr XP und so ein Kram, müssen wir mal sehen. Und wir haben natürlich jetzt auch eventuell richtig krasse Sachen bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Echt? Habe ich hier Wachstumsanhänger? Ja, anscheinend. Wir hatten, glaube ich, so Endgame. Genau, das, den Kram hier unten. Stellt sicher, dass alle Angriffe kritisch sind. Kritische Trefferrate plus 100%. Jo, die ziehen wir doch mal an, oder? Dann ist nämlich die kritische Trefferrate ganz geschmeidig mal bei 121%. Was hatten wir da noch? Erhöht die Fundrate von Gegenständen auf 100%, wenn Gegner besiegt werden. Das ist auch geil. Das kriegt aber unsere Hauptheldin sozusagen. Das ist natürlich mega geil. So, den seltenen Anhänger. Gut, okay, kriegen wir weniger selten, richtig seltener Loot, aber dafür doppelten Loot, dauerhaft. Das ist natürlich schon krass. Außergewöhnliches Glück. Ist das auch wirklich so? Jetzt habe ich Glück 691 oder ist das was ganz... Ach, nee, es erhöht einfach nur die Glücksrate. Okay, das könnte missverständlich sein. Okay, wir lassen es trotzdem mal so. Es ist nur Glück erhöht. Lassen wir trotzdem einfach mal so. Wird schon passen. Okay, und jetzt hier Werte und Ausrüstung. Jetzt kann es halt sein, dass die Gegner mega hart werden. Deswegen gebe ich dem jetzt mal was Defensives hier. Verteidigungsring Stufe 2, jo, kann er mal haben. Und hier kritische Trefferrate, müssten wir auch bessere Sachen haben jetzt logischerweise. Genau, hier die Crit-Rate mal um 30% erhöhen. Also haben wir jetzt 106%, 83% Crit-Chance, 106% und 32%. Das klingt doch alles schon mal nice. Jetzt holen wir uns hier den Buff noch ab. Ich gehe allerdings jetzt hier auch wieder weiter auf XP. Und jetzt können wir gleich gucken, wenn wir raus in die Landschaft ziehen. Das können wir eigentlich zuerst mal machen, bevor ich irgendwelche Quests oder irgendwas annehme. Wir gehen mal in den großen Wald und schauen uns mal an, was ich jetzt hier im Schwierigkeitsgrad... Da liegt noch Jochen rum. Okay, wenn wir gerade schon mal da sind. Oh, das ist das Ende. Alles in Ordnung bei dir? Ich heiße Jochen und wurde angegriffen im Wald. Wellen von Feinden. Wellen, aber die könnten ja auf dem Weg hierher sein. Was hat dich angegriffen? Flauschfliegen. Flausch... Fliegen? Diese tuffigen Tierchen? Sie haben mich überwältigt. Nun ja, du blutest zumindest. Du wirst eine Salbe brauchen und zwar schnell. Wenn ich ein paar von diesen Schleimkräutern aus dem Wald hätte, würde es mich sicher im Handumdrehen heilen. Ja, die haben wir doch bestimmt, oder? Nee, achso, finde die Heilkräuter im großen Wald. Ja gut. Jetzt ist mal eh kurz da rein. Jetzt gucke ich mal, was hier passiert. Die waren ja immer Stufe 1 oder irgendwas. Ah, jetzt sind die Stufe 26. Und haben dann wahrscheinlich dementsprechend besseren Loot oder so. Oder geben mehr XP oder sowas. Dürfte so sein, nehme ich mal an. Wenn das das Einzige ist, was sich verändert, können wir natürlich gerne im Schwierigkeitsgrad da bleiben. Wir können ja ganz kurz nochmal zurückgehen. Wirklich den Vergleich ansetzen. Ob sich einfach nur jetzt hier wirklich der Level verändert hat. Das war jetzt 26. Ich gehe mal davon aus. Oder die waren ja im Leben nicht 26. Außer sie wären gerade zufällig angepasst worden. Das kann natürlich auch passieren. So, gehen wir nochmal ganz kurz in unser Wohnviertel hier. Ja, finde ich aber geil. Auch ein schöner Modus, ne? Schwierigkeits... Nein, das passiert mir jedes Mal. Ach, egal. Jetzt haben wir mal kurz keinen XP-Buff. Den werde ich mir dann erst wieder zur nächsten Folge holen. So, ja genau, die Badevorteile. So, normal. Jetzt geht er wieder in den normalen Modus. Gehen wir wieder in den großen Wald. Nur mal so als Vergleich. Ja, jetzt kann es halt sein, dass irgendwelche Gegner mal kommen, die viel zu hart sind oder sowas. Vom XP, also vom Level her. Ja, jetzt sind sie Level 1. Ja, nice. Jo, da gehen wir aber in den schweren Modus. Hier 40 XP geben die. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. So, trotzdem hier Waldkristalle droppen die trotzdem ganz normal. Ja, also der Glückswert, ich glaube, der ist bei uns generell schon so hoch. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Darauf jetzt zu setzen. Auf dieses Item da. So, dann gehen wir wieder ins Wohnviertel, setzen das hoch.
kämpfen mal ganz kurz im Wald uns mal so durch. 40 XP haben wir da bekommen. So, Schwierigkeitsgrad. Schwierig. Ja, wahrscheinlich muss man den Endboss dann auch noch einmal auf schwierig legen oder sowas. Und dann läuft der Laden. Aber ganz nette Details eigentlich, dass es nach dem Spiel noch so weitergeht, dass noch ein paar Quests abzuschließen sind. Ja, jetzt nochmal Stufe 26, also am Spielprinzip, und 440 XP ist auf jeden Fall mal netter. Können wir auf jeden Fall cooler leveln und so. So. Kriege ich jetzt eigentlich immer doppelten Loot hier wirklich raus? Achso, ne Quatsch, das war ja gar nicht so. Habe ich jetzt gerade mich selbst schon verarscht. Ich habe hier nur 100 Glück mehr. Und nicht doppelten Loot, was ich eigentlich dachte. Ja, das macht wahrscheinlich echt bei mir keinen Sinn. Wir gehen gerade zum ersten Porter, soweit gehen wir mal. Kämpfen uns gerade so durch, muss mal oben auf die XP achten. Gut, 15% oder irgendwas könnte ich noch mehr rausholen. Oder jetzt generell den Tavernen-Buff und auch den Schenken-Buff mir da verstärken. Sollte ich mal machen. Ich habe noch nicht jeglichen Loot im Game gesehen. Dafür gibt es nämlich auch ein extra, eine extra Belohnung. Also ein extra Erfolg. Das ist schon krass, finde ich. Weil ich dachte eigentlich, den müsste ich schon längst gesehen haben. Aber das war nicht so. Hat wahrscheinlich auch hiermit zu tun. Stufe erhöhen und dann durchbrettern. Dann kommt vielleicht irgendein Gegner, der dann erst ab einer gewissen Stufenbegrenzung dann was fallen lässt oder sowas. Ich lasse mich mal hitten. Ja, aber das ist immer noch super lasch, ne? Gut, wir sind, ja gut, wir sind auch 13 Level höher. Also von der Warte her, ja, müsste man in andere Gebiete gehen. So, zum Farmen natürlich mega geil. Wir haben auch super viel Gold. Ich kann auch noch in Richtung Verteidigung gehen. Also ich lasse das jetzt im schwierigen Modus. Auch noch Buff-Food und alles haben wir ja gar nicht genutzt. Also das können wir auf jeden Fall im schwierigen Modus lassen und uns dann überraschen lassen, was da noch so auf uns zukommt. Jetzt können wir gleich noch vielleicht die ein oder andere Nebenquest abschließen. Wahrscheinlich gibt es auch viele, die einfach nur irgendwas gerade brauchen, was man abgeben muss oder sowas. Die Heilungsquest hier könnten wir eigentlich gerade machen, wenn wir hier sind. Ah, hier gibt es auch schon so Heil-Items. Irgendwo zu finden, die er da sucht. Vielleicht braucht man da auch mal ein größeres Loot-Glück oder sowas. Oder ich hätte müssen unten vorbei, es kann gut sein. Ah, hier kommt jetzt der Boss, komm, dann machen wir den Boss. Interessiert mich mal, ob der vielleicht was Neues droppt oder sowas. Dann können wir die Heil-Item-Sachen da auch irgendwann mal machen, wenn wir hier durchgehen. Weil das war, glaube ich, kein relevant. Ah, hier haben wir jetzt was. Ah doch, die droppen dann was. Gegner hier droppen das dann. Heilkraut erhalten. Traumhaft. Und ein Levelaufstieg. Ich bin begeistert. Da geht's ja richtig ab. Ah, hier nochmal. Ah, es gibt mehrere Gegner, die anscheinend fallen lassen. Vielleicht haben wir... Oh, hier gibt's jetzt mal ein bisschen Schaden. Ah, die waren noch Stufe 70 oder sowas, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das war gerade schon ein bisschen krasser Shit. Muss ich gleich mal drauf achten. Jo, Stufe 70. Das ist natürlich geil. Ja, dass solche Gegner dann jetzt so krass sind. Und hier ist er natürlich gestorben oder nicht gestorben. Hier hat er ein paar Hits abbekommen. Das hat ihm nicht so gefallen hier. So, haben wir eigentlich genügend Heiltränke jetzt? Da oben müsste ja noch einer sein. Sehr schön, haben wir das sogar doch noch abgeschlossen. Einfach so im Vorbeigehen, wunderbar. Sollen wir den Boss mal machen? Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen auf die Ohren bekommen, aber den machen wir mal. Ja, da hole ich mir den XP-Buff wieder rein. Auf Level 55. Können natürlich jetzt Augie machen. Gut, die... Oh ja, und auch neue Mechaniken. Das ist cool. Das ist cool. Ist viel schneller. Oh, und hat hier einen neuen Move drauf, glaube ich. Trotzdem sind wir halt in der Offensive so krass mit unserem so viel Crit. Ah, Held des großen Waldes, Erfolg freigeschaltet. Ach, krass. Wahrscheinlich den auf schwer zu legen, oder was? Ja. Ah, cool. Das ist ja mal cool gemacht, finde ich. Also finde ich ganz angenehm. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob der was Neues getroppt hat oder sowas. Gibt es im schwierigen Modus auch neue Fische? Könnte ja sein. Wer weiß. Oh, ja, das sieht echt schwer danach aus, oder? Was ist das denn? Hochwertiger Fisch erhalten. Traumhaft. Oder hat das mit meinem Glück zu tun? Alter. Ja, ich hole mal 5 Stück raus. Vielleicht brauche ich die noch für irgendwas. Saftiges Fischfilet. Ja, da habe ich wohl noch nicht alles gefunden.
Und das finde ich ganz cool. Ja, wird wahrscheinlich wirklich mit meinem Glückswert zu tun haben. Dass wir da jetzt eine höhere Chance haben, dass da mal was Kräftiges anbeißt. Es gibt ja noch die speziellen Angelgeschichten, wo man dann noch... Oh, nein! Ah, Glück gehabt. Ne, komm, ich lasse es jetzt so. Saftiges Fischfilet, wunderbar. Vielleicht brauchen wir das jetzt zum Kochen und so weiter und so fort. So, porten wir uns mal zurück. Das finde ich jetzt echt cool. Wirklich cool. Wie das Spiel abschließt und mit den Nebenquests da und so, dass es dann noch weitergeht. Dass man nochmal ein bisschen 1, 2, 3 Stunden hier verbraten kann, finde ich schon ganz geil. Jo, was für ein Schlamassel, bla, mir geht es gut, die Horde, jo, man sollte sie warnen vor den Flauschfliegen und da haben wir auch noch einen Stempel bekommen, wunderbar. Noch ein bisschen Erfahrung, traumhaft. So, da würde ich sagen, nehmen wir mal viele, viele Quests an, dafür gehen wir in die Fremdländergasse zuerst mal. Genau, hören uns Saritas Probleme an. CJ, komm mal kurz her, was ist los, Sarita, du siehst unzufrieden aus. Hast du von dem Legendäre und des Glücks gehört? Oh, jo, genau. Rajiv hat damit angegeben, dass in seinem Gasthaus die Delikatesse der Stadt serviert wird und dass ihr mir geholfen habt. Was? Nicht, dass ich dir einen Vorwurf machen würde, Liebstes. Ist es nicht deine Schuld, dass Rajiv so ein Gesicht hat? Wow, okay. Schalt mal einen Gang runter, Sarita. Bitte, hilf mir bei ein paar neuen Gerichten, Liebes. Ich darf Raif nicht gewinnen lassen. Das darf nicht passieren. Ich hätte eine großartige Idee. Saritas frittiertes Schafspeise? Könntest du mir etwas heißes, flüssiges Lava besorgen? Klar, kann ich dir gleich bringen. Okay, dann müssen wir wohl den Boss dort wieder besiegen. Spannend. So, mal gucken, was hier los ist. Genau das Mädchen, das ich sehen wollte. Ach ja, warum das? Ich brauche ein paar Materialien und du bist die Einzige, der ich das zutraue, das zu sammeln. Wann hast du zum letzten Mal eine Pause gemacht? Die Abenteurer brauchen Ausrüstung, um die Stadt zu verteidigen. Du weißt, was das bedeutet. Keine Pause für Schmiede. Und die Player, wenn sie hier vorbeikommen, wollen natürlich auch immer Zugriff auf die Schmiede haben. Ich würde das Zeug ja selbst holen, aber ich habe alle 10 Minuten einen Kunden. Sieht wirklich so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Okay, überlass das mir. So, da können wir sogar was machen. Größeres Erz abgeben. Wunderschön. Entschuldige bitte die Verspätung. Das sollte alles sein. Oder, vielen Dank. Ich habe keine Zeit zum Reden. Ich muss mich um die Stempel... um die Bestellung kümmern. Und ich mich um die Stempel. Genau. Sehr schön. Ja, wir kriegen von Hogan ja auch wieder so Talismane, die uns da irgendwie noch verbessern. Ah, hier können wir jetzt noch neue Ohrringe und was weiß ich kaufen. Oder haben wir bekommen. So, hier geht's jetzt doch nochmal weiter, oder was? Max plus 21. Jo, können wir mal machen. Ach krass. Jo, machen wir natürlich. Als weiter hier im Gebälk. Krass, wie weit kann man da noch leveln? Stufe 25, Torpass, können wir auch da rein investieren. Jo, nochmal. Jetzt ist die Waffe ja viel, viel stärker. Was geht denn ab? Nochmal ein Saphir und Gold. Was geht denn mit der Waffe gleich ab? Ja, Smaragd haben wir nur einen, Gott sei Dank nicht verkauft, aber egal, wird jetzt in die Waffe hier investiert. Jo, ich glaube, ich habe eine ganz gute Ausrüstung jetzt. Ich dachte, ich wäre da eigentlich am Schluss gewesen. So, da können wir natürlich auch in die Verteidigung mal investieren, das kann auch nicht schaden. Ich glaube, da sind wir auch gut aufgestellt dann. Jo, machen wir mal so ein paar Punkte hoch. Dass wir eben nicht mehr so leichter aus den Latschen gekloppt werden. Ich schaue jetzt einfach alles rein, ohne groß zu hinterfragen, was wir da immer brauchen. So, sengender Panzer. Okay. Scheint wichtig zu sein. Ah, das waren die Boss-Items, ne? Riesiger Lavastein, da braucht man eine wieder. Okay, dann machen wir das gerade bei den anderen auch noch. So ein bisschen in der Defense zuerst mal. Crit-Chance haben sie ja genügend. Ja, da werten wir da mal unsere Ausrüstung zwar massiv auf. Das ist ja Wahnsinn. Jo, da wird uns so schnell mal nichts mehr umhauen, glaube ich. Gut, da hat sich mein Vorfarm doch stellenweise gelohnt. Krass, oder? Rüstungssplitter. Jo, alles rein damit. Ah, sengender Panzer dreimal. Jo, alles klar. Alter, den Endboss da dreimal machen. Den Lava-Golem oder was ist das dann? Krass, 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 krass.
So, machen wir da. Jo, ich hau alles rein, was ich habe. Ist erstmal in die Defense. Da haben wir draus gelernt. Einmal, als ich das Problem da hatte. So, das reicht mir jetzt fast schon bei ihr. Na, einmal geht noch. Okay, sogar noch mehr. Wunderschön. Oh, das sieht doch wirklich gut aus jetzt mit der Ausrüstung. Wunderbar. Gehen wir mal weiter, was die Nächsten so meinen und wollen und brauchen. So, was brauchst du? Wieso kann ich es nicht finden? Alles in Ordnung, gute Frau. Gute Frau, ich bin Meha, die Köchin. Kennst du mich denn nicht? Und es geht nicht gut. Tatara war so nett. Und mein Küchenmesser, mein Küchenmesser zu schleifen. Aber es hat glatt durch mein Schneidebrett geschnitten. Deshalb suche ich gerade nach einem Schneidebrett, das stabil genug ist. Und ich kann keines finden. Gewöhnliches Holz reicht da nicht aus. Ich brauche etwas Härteres. Oh, ich habe bestimmt jetzt... Ja, genau. Ich habe es natürlich gerade jetzt ausgegeben. Egal, da finden wir nochmal was. Dürfte ich dich um einen Moment deiner Zeit bitten? Jo, klar. Der beste Waffenladen im Neu-Nivea. Mach was. Jo, bla. Man sagt, zu jedem Silberstreif gehört auch eine Wolke. Einige meiner Ausstellungsschwerter sind verrostet. Aber da ich selbst ein Schwertkämpfer bin, gefallen mir rostige Klingen nicht. Ein Wetzstein ist essentiell, damit ich... Schon gut, bitte, du brauchst einen Wetzstein. Stimmt's, genau auf den Punkt. Okay, wir brauchen Wetzstein wieder aus dem Steinbruch. Achso, das ist Rüstungsladen hier, okay. Genau, Waffen und Rüstungsladen. Ja, sie muss auch irgendwas machen und so weiter. Die Nachfrage decken. Ich glaube, das ist jetzt alles nicht mehr so krass relevant. Aber da haben wir sogar was. Die Golem-Trümmer, wunderschön. Die Bronze, wunderbar. Hier kriegen wir unseren Stempel. So, mega nice. Nochmal ein Levelaufstieg hier von der Ausrüstung. Verteidigungsring Stufe 5. Das ist natürlich auch mega, dass wir den jetzt einfach mal so haben. Hier geht jetzt... Achso, bei ihr geht jetzt nichts. Hier geht aber noch was. Also, das hatten wir eh noch nicht gemacht. Gut, okay. Bei ihr ist jetzt, glaube ich, gar nichts dazu gekommen. Oder erst, wenn ich die Sachen hier auch gekauft habe. Keine Ahnung. Wie weit kann man denn da noch leveln? Was geht denn ab? So, das wäre jetzt sehr geil, wenn wir das bei dir gerade beenden könnten. Rajiv. Oder Raif. Was? Mir fehlen ständig Eier. Brauchst du noch welche? Ich kann dir welche besorgen. Das wäre toll, ehrlich gesagt. Ja, alles klar. Die Weide produziert zu langsam. Man soll vom Schneegipfel wieder welche holen. Ich kümmere mich darum. Oh, die Donnervogeleier. Oh Gott. Konnte ich die nicht eintauschen bei Hogan oder sowas? Gehen wir mal in die Zweitstraße. Gib mir mal ein paar von den blöden Eiern. Du bist natürlich auch interessant für mich. Ja, wie läuft's Geschäft? Absolut gut. Wunderbar. Mir geht die Ware aus. Kannst du mir Materialien besorgen? Klar, dafür bin ich doch da. Was brauchst du denn? Oh, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Können wir auch abschließen. Schwindender Vorrat. Mega nice. Und auch bei ihm jetzt ein Levelaufstieg. Der Zubehörladen hat neuer... Oh, seltener Anfänger. Oh. Die haben neue Sachen jetzt hier am Start. Das ist natürlich mega nice. Hier Fallenrate Erhöhung, Bergbaufertigkeit Erhöhung, Angelertrag Erhöhung, Fundertrag Erhöhung, Fundertrag plus 20%. Ach genau, das war das, der begehrliche Anhänger. Fundrate von seltenen Gegenständen, ja, das haben wir ja gerade so gedroppt bekommen. Brauche ich diesen Lapis Lazuli, der ist ja nicht so oft. Hier Fundrate plus 20% generell nochmal. Kritische Trefferrate plus 30%, Erfahrungsgewinn 30%. Und dann halt die ganzen Verteidigungskraftgeschichten und so. Dann spätestens dann ist Schluss, ne? Wenn man das alles da einbauen würde. Ja, das ist richtig krass. Können wir also auch demnächst mal machen. Was geht hier bei dir? Werkzeugschladen? Oh, wäre auch geil. Ja, mehr Ertrag und so. Hey du, junge Dame, dank dir läuft das Werkzeuggeschäft sehr gut. Freut mich, dass ich helfen konnte. Das Problem ist... Problem? Was für ein Problem? Je mehr Ware ich verkaufe, desto weniger habe ich. Und ich habe viel verkauft, es ist fast alles ausverkauft. Was sagst du, junge Dame? Magst du mir helfen? Sicher, warte hier, ich besorge dir alles, was du brauchst. Ja, jetzt brauchen wir wieder das... Och, Erz. Okay. Mal gucken, was der Handelsposten hier meint. Können wir da vielleicht irgendwas eintauschen, was irgendwie sinnvoll wäre? Sieht mit danach aus... Hier Lapis Lazuli einmal, das ist zu wenig. Hier auch zu wenig.
Gut, ich könnte vielleicht andere Sachen dann umtauschen. Hier Feuerüberrest. Ah, doch, da könnte man was machen. Waldkristall. Könnte ich jetzt mehrere einfach bauen. Ich baue mal 5. Und dann könnte ich da oben, glaube ich, die Lapis Lazuli schneller herstellen. Ja, genau, so wird das tatsächlich sogar gehen. 3-mal könnte ich eine herstellen, dann könnte ich da vorne was bauen. War das nicht so? Ich glaube, so irgendwie war das sogar. Machen wir einfach nochmal. Also da fehlt mir das Gold vorne. Okay, das kann ich aber trotzdem hier noch ändern. So, das Zeug da finden wir ja nochmal. So, Lapis Lazuli ist wirklich selten. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Jetzt habe ich natürlich die Eismagie-Überrest verkauft. Ach, egal, ich hole mir jetzt hier... Okay, Golem-Panzer werden wir schon nochmal bekommen. Sengender Panzer, auch das Ding können wir hier zusammenschmieden. Okay, ja, muss ich mal... Ah, hier könnten wir auch nochmal zusammenschmieden. Ah, hier dann. Genau, da geht doch auch einiges. Ja, wenn ich Kohle hätte. Moment, das machen wir mal. So, im Pfandhaus verkaufe ich noch ein paar Dinge. Seltener Stein, hier den Kristall, weiß ich nicht. Oben die anderen Sachen, die ich immer so gerne verkauft habe oder Dinge, die ich so oft habe. Hier zum Beispiel, hauen wir mal 10 raus. Gut, das macht mich jetzt nicht reich, nicht wirklich. Currypulver auch nicht. Zucker auch nicht. Donnervogelei. Ich habe doch 7. Wollt ihr was ganz Spezielles? Keine Ahnung. Aber richtig geil irgendwie. Finde ich gerade irgendwie echt spaßig, dass es dann nochmal weitergeht. Hätte ich wirklich nicht damit gerechnet. Hier, antiker Kristall. Hauen wir mal wieder 3 raus. Schneekristall hauen wir 4 raus. Dann passt das schon. Geschmolzener noch 2-3 Mal. Okay, da haben wir auf jeden Fall Gold. Und jetzt kann ich hier so anfangen, noch ein paar Utensilien hin und her zu tauschen, die ich noch so irgendwie brauche. Ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Fehler. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Hier Eismagie-Überreste haben wir auf jeden Fall welche gebraucht. Hole ich mal 10. So, und dann konnte ich, glaube ich, unten schon bauen, oder? War das nicht so? Hier Lapis Lazuli. Den bauen wir wirklich 3-mal, ist mir jetzt ganz egal. So, Rubin hatten wir, glaube ich, auch sogar noch gebraucht. Gut, dann verliere ich aber wieder Kram. Egal, da können wir auf jeden Fall uns so hochtauschen mit Items, die ich bald habe. Jetzt kann ich vorne, glaube ich, dieses seltene Anhängerding bauen, oder? Da habe ich Lapis Lazuli dafür gebraucht, glaube ich. Wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe. Auf jeden Fall sieht man schon, dass ich viel mehr Dinge hier kaufen könnte. Das sieht schon mal gut aus. Ah, da fehlt trotzdem... Ach, der Golem-Panzer, den ich natürlich jetzt eingetauscht habe. Oh, ich bin so clever. Egal. Okay, dann machen wir so weiter. Werte und Ausrüstung. Da werde ich auf jeden Fall was ändern. Und zwar hier. Wir hatten ja einen seltenen Anhänger-Dings da gefunden. Der war auf jeden Fall ja besser als das, was wir jetzt hatten. So, 5. Wunderbar. Da haben wir seltene Anhänger 5 und hier 4, da haben wir schon 36% Zusatzchance, dass irgendwas super Seltenes droppt. Das ist schon mega nice. So, hier Verteidigungsrune habe ich nie genutzt, ey, keine Ahnung. Macht mich ja auch anfälliger gegen andere Geschichten. Hier Verteidigungsring Stufe 2, hier haben wir sogar die 5er jetzt, dann machen wir das. So, wunderschön, kritische Meisterschaft ist sinnvoll bei ihm. Und hier haben wir kritische... Jo, das kann... Hier weiß ich es nicht, ob das so sinnvoll ist. Level zieht dann wirklich mehr auf. 46... Moment. Ah doch, sie hat tatsächlich einen Level-Vorsprung. Okay. Jo, dann wegen mir. Oder man macht halt auch was Richtung Verteidigung und so. Starke Verteidigung. Ja, dass wir halt kein Problem bekommen, oder? Würde ich jetzt so sagen. Ja, machen wir es einfach so. Machen wir Verteidigung. Wobei es schnellere Aufwerten. Ja, komm, nehmen wir. Lass uns schnellere Aufwerten drin. Fertig, aus, Ende. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Kann sein, dass ich 1-2 kurze Farmrunden mache. Jetzt 10 Minuten oder sowas. Und dann hole ich euch in der nächsten Folge mit. Denn ich muss jetzt gleich auf die Kleine aufpassen und habe keine Zeit mehr weiter aufzunehmen. Um noch eine Folge zu machen, das wird an einem nächsten Aufnahmetag dann erst sein und jetzt zocke ich halt noch kurz 10 Minuten rein. Oder wisst ihr was? Nee, mache ich nicht. Ich hole euch hier wieder an der Stelle mit, weil ich muss noch in ein anderes Game rein. Dailies und so, ne? Bescheuert. Jo, alles klar, dann wünsche ich euch was. Wünsche euch eine schöne Zeit, einen guten Tag, guten Abend. Seid so nett, lasst ein Abo und ein Like da, wenn euch das Ganze gefällt. Dann machen wir hier noch das Endgame. Ich freue mich richtig drauf, macht richtig Bock.
Und finde ich cool, dass es da einen schwierigen Modus noch gibt und dass man die Bosse da nochmal legen kann mit unterschiedlichen Varianten. Auf jeden Fall eine nice Geschichte, hat einen kleinen Wiederspielwert auf jeden Fall. Und oder einen Weiterspielwert. Wirklich cool, was man hier für das wenige Geld geboten kriegt. Und ich freue mich drauf. Und auch hier gilt wieder, wenn sie das bei 100 Heroes auch so abziehen, würde ich mega feiern. Ansonsten, wie gesagt, wünsche euch was. Lasst mir eine gute Besserung da. Ich bin immer noch leicht krank. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich wünsche euch gute Gesundheit. Ciao.